Heute hat mich Apollo sanft aus dem Schlaf gerissen, indem er auf meine Blase gesprungen ist. Und Cosmo hatte einfach wie immer rumgemiaut, weil er aus dem Fenster gucken wollte. Also habe ich das Fenster aufgemacht. Guckt euch mal diese schönen Blumen an. Die Katzen interessieren sich aber nicht für Blumen, sondern für Vögelchen. Und Cosmo hat wie jeden Morgen die Idee, dass er sich doch sein Frühstück selbst fangen könnte. Okay. Also habe ich ihm Leine und Geschirr angezogen und Marcel mit ihm rausgeschickt. Währenddessen habe ich für uns Brötchen aufgebacken in unserer Heißluftfritteuse, die aber eigentlich ein kleiner Backofen ist mit einem fancy Namen. Und während Cosmo auf sein Frühstück gehofft hat, haben wir selbst auch gefrühstückt. Das Kätzchen wollte dann rein, weil es komplett durchnässt war. Nachdem ich ihm sein Geschirr ausgezogen habe, hat er sich an meinen Hosen abgetrocknet. Außerdem haben wir Marcels Eltern zu Kaffeekuchen und zum Grillen eingeladen. Aber ich glaube, Marcel hat vergessen zu erwähnen, dass sie vorher arbeiten müssen. Nein, Spaß, die beiden sind uns eine große Hilfe. Und sie gucken regelmäßig meine Videos, also Kaffeekuchen gab es dann trotzdem. Aber vorher musste das dicke Kätzchen Platz machen. Sonst hätten zwei von uns auf dem Boden sitzen müssen. Aber dafür wurden sie mit einer leckeren Mahlzeit entschädigt. Außerdem wollte ich euch zeigen, dass unsere Johannisbeeren die ersten Blätter bekommen haben und unsere Weintrauben auch. Und als Marcel auf Cosmos Sessel saß, fand Cosmo das gar nicht witzig. Deshalb ist er zu Oma kuscheln gegangen und nicht zu ihm. Später haben wir noch gegrillt, für mich gab es vegane Würstchen und für Apollo eine Kopfmassage mit Haarglättung. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie ein alter Mann.